Hallo und ein wunderschönes neues Jahr wünscht euch euer Beer Bro. Aber setzt euch erstmal hin, macht euch gemütlich, denn ich erzähle euch jetzt von meinen persönlichen Vorsätzen für 2018. Und da geht es natürlich um ganz einfache, banale Dinge wie etwas mehr auf mich selbst achten, etwas mehr Abstand und Freizeit zu allem gewinnen, was mich so den ganzen Tag beschäftigt. Dankbarer für alles zu sein und mehr wert zu schätzen. Auch wenn das nicht immer leicht ist, wenn ich diese ganzen erfolgreichen YouTuber sehe, die sich das fünfte neue Auto kaufen und ich kann mir noch nicht mal ein neues Fahrrad leisten. Oh, buhu! Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Mehr in mich und meinen Kanal und die Technik und allgemein das ganze Equipment investieren. Aber uns ist ja gerade aufgefallen, dass ich kein Geld habe, also man kann es auch lassen. Oder einfach ein bisschen ordentlicher zu werden und ein bisschen durchstrukturierter. Wo wir direkt beim Thema sind, fällt mir gerade auf, ich habe da hinten jetzt wahrscheinlich schon ein halbes Jahr nicht mehr aufgeräumt. Ach, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Setze mir doch gleich die ersten Vorsätze in die Tat um. A few moments later. Weg mit dir. Boah. Boah, ist das ekelhaft. Many months later. Jetzt, wenn das endlich geschafft ist, kommen wir doch zum Thema zurück. Und zwar bleiben wir direkt beim Thema YouTube. Denn was möchte ich bei YouTube 2018 erreichen? Eigentlich nichts. Ich möchte die überaus realistische Zahl von 1 Million Abos bis Ende des Jahres erreichen. Plus minus ein paar. So, und um jetzt mal realistisch zu bleiben, ich glaube, die Zahl von 10 bis vielleicht 15.000 Abonnenten wäre eine, an die man sich etwas mehr richten kann. Mit vielleicht ein bisschen Glück und dass ich mir den Arsch ungefähr doppelt so weit aufreiße wie letztes Jahr. Ich bin komplett und heillos überarbeitet. Wo mir dann ehrlich gesagt schwindelig wird, wenn ich davon rede, mir noch mehr Arbeit aufzuhalsen, weil das Best-of-Video von 2017 allein schon, ich glaube, eine Woche gedauert hat, bis ich das endlich fertig hatte. Aber vielleicht arbeite ich auch noch nicht effizient genug, deswegen komme ich mal zum nächsten Punkt. Ich möchte in Zukunft effizienter arbeiten. Das heißt, mehr mit Leuten, auf die man sich verlassen kann und weniger mit Leuten, die mich eher aufhalten, beziehungsweise ausbremsen, beziehungsweise meine Ideen schlecht machen, beziehungsweise immer irgendwas zu meckern haben. Aber um auf den Punkt zu kommen, ich möchte im kommenden Jahr mehr auf mich hören, mehr das machen, was mich glücklich macht und vor allem meine Community. Das heißt, euch mehr zuhören, mehr für euch tun. Und da gehe ich auf den Never-Ending-Punkt meines Kanals ein. Und das wäre feste Rubriken und feste Upload-Zeiten. Ich habe es ja schon geschafft, dass ich ungefähr immer Mittwoch und Sonntag Videos hochlade und manchmal sogar schon am Freitag. Auch die festen Uhrzeiten habe ich letztes Jahr rausgenommen, weil es einfach nicht realistisch war, immer eine gewisse Uhrzeit einzuhalten für mich. Da ich ja auch noch, wie viele von euch wissen, einer 40-Stunden-Tätigkeit nachgehe und deswegen ist es fast unmöglich, in einem normalen Schichtsystem das Video immer zu einem gleichen Punkt hochzuladen. Und klar würde ich euch gern mehr Qualität und mehr Videos und krassere Videos bieten, aber die Zeit ist meistens, und das ist keine Ausrede, es ist tatsächlich so, ist dann einfach nicht da. Und ich hätte sie gerne und ich würde gerne mein Geld mit YouTube verdienen, dann könnte ich nämlich ganz viel Zeit dafür opfern, weil das ja dann das Einzige ist, was ich noch machen muss. Wobei mir da auch wieder sehr wichtig ist, dass ich eben auch Rubriken mache, auf die ich total stehe und auf die ich langfristig auch Bock habe. Und was ich im letzten Jahr gemerkt habe und was ja auch viele in dem Highlight-Video gesehen haben, was ich jetzt hochgeladen habe zum letzten Jahr, das sind vor allem auch Reisen. Weil ich mir tatsächlich auch wünsche, dass der Kanal irgendwann so mehr in die Vlog und Reisen und das Ganze mit Humor so ein bisschen untermalen Richtung geht. Aber bis ich sowas machen kann und vielleicht nur noch machen kann, dauert es natürlich noch eine ganze Weile. Und somit muss ich erstmal Klicks und Aufmerksamkeit schaffen, indem ich jedes Video in den Trends kommentiere. Oder wie ich auf jeden Hype-Train aufspringe und einfach nicht real bleibe, sondern mich richtig krumm mache, um irgendwie in den Trends zu landen. Ich merke gerade, scheiße, heute sind die Trends nicht so super verrückt. Mit den übelsten Clickbait-Titeln. Und dann muss ich mich noch an die Fersen von großen YouTubern und bekannten Persönlichkeiten hängen. Du bist endlich fertig. Ja, ich glaube schon, warum dauert das bei dir so lange? Oder vielleicht sollte ich sogar einem Netzwerk beitreten. Hallo Mediakraft. Ich möchte in meinem gesamten Leben nie wieder etwas mit euch zu tun haben. Okay, die Ideen sind teilweise auch noch ausbaufähig. Aber um jetzt mal wieder ernst zu sein, ich möchte auf jeden Fall mehr preisgeben von mir und endlich mal den Leuten zeigen, was ich wirklich für eine Person bin. Da ich auch einer dieser YouTuber bin, der sehr davon überzeugt ist, dass es extrem wichtig ist, eine gute Bindung zu seinen Abonnenten zu haben. Und ich meine, warum mache ich das denn auch, wenn ich mich nicht dafür interessiere, wofür sich der Zuschauer interessiert? Und vielleicht schaffe ich es dann doch irgendwann, der nächste Dena oder der nächste Julian zu werden. Ich persönlich finde zwar, dass es extrem krasse Vorbilder sind, was so Qualität und Kontinuität angeht. Aber dennoch macht es YouTuber wie mich
Und ich glaube, da gibt es noch eine Menge andere kleiner oder aufstrebender YouTuber, ich glaube, das klingt ein bisschen cooler, die das wahrscheinlich ähnlich sehen. Es macht einfach nur unglücklich, wenn man sich an solchen Größen orientiert oder vielleicht sogar den Gedanken hat, boah, sowas muss ich auch machen oder so muss ich auch sein. Absoluter Bullshit. Wir wissen zwar alle, dass YouTuber auch manchmal ein bisschen gestört ist und der Algorithmus ein kleines bisschen gefickt ist. Was war das? Das nicht. Hast du meine Faustkant gefühlt? Und dass YouTube Deutschland auch nicht mehr das Geilste ist und wenn wir jetzt an YouTube Amerika auch nicht wirklich viel besser dran ist momentan. I'm simply here to apologize. Aber eine Sache würde ich bei YouTube immer noch unterschreiben und das ist das Motto YouTube Broadcast Yourself. Mal davon abgesehen, wie wahr das momentan noch ist und wie viel Chance man wirklich noch als YouTuber hat, sich selbst in einen Brotkasten zu verwandeln. Nein, ich meine, irgendwie erfolgreich damit zu werden, sich eben selbst zu broadcasten. Worauf ich eigentlich hinaus will, Mann, ich lenke dauernd immer ab. Jeder sollte verdammt nochmal seinen Stiefel durchführen, so individuell sein, wie man nur kann, selbst treu bleiben und ich glaube, dann kommt man auch auf den richtigen Weg und wird auch irgendwann damit Erfolg haben, wenn die Leute sehen, scheiße, der zieht das trotzdem durch, auch wenn ich ihn nicht mag. Und da schlage ich direkt die Brücke, auch wenn das jetzt nicht die beste Verbindung zu dem nächsten Thema ist. Denn das Wichtigste ist tatsächlich für mich, mich mehr mit den Leuten zu umgeben, die einen positiven Einfluss auf mich haben, bei denen ich mich gut fühle oder denen ich irgendwie auch vertrauen kann. I want you to ask yourself this question. How many people in your immediate environment who are on the same mission as you? Or do you have a bunch of people on your list who are not on the same mission as you and those individuals are pulling you down? Denn wenn dein bester Freundeskreis aus so 10 richtigen Losern besteht, dann wird es wohl schwer, aus diesem Kreis auszubrechen. Als wenn du einen Freundeskreis hast, wo die meisten davon aus erfolgreichen Leuten bestehen, beziehungsweise was heißt erfolgreich, aus Leuten, die einfach mal ihre Träume durchziehen und die einfach mal, egal was andere sagen, egal was andere machen oder egal was andere probieren, dass du es eben nicht schaffst, es trotzdem schaffen. Und bevor ich euch jetzt wieder ein Ohr abkaue, weil das sollte eigentlich eine kurze Ansage sein, möchte ich, dass ihr in die Kommentare schreibt, was eure Vorsätze für 2018 sind und was ihr gedenkt zu tun, dass ihr genau diese Vorsätze umsetzen könnt, auch wenn es nur Zimmer aufräumen ist und Regale entstauben, so wie ich das hier gemacht habe. Ach ja, und wünscht sich eigentlich jemand, dass ich endlich mal diese Roomtour mache, die ich schon lange versprochen habe?